Diese Goldkügelchen, gesehen durch ein Dunkelfeldmikroskop, sind winzige 40 Nanometer groß. Eine Auflösung, von der Johannes Gutenberg vor 500 Jahren nur träumen konnte. Der Mann des Jahrtausends ist ein Vorbild für Doktoranden der Graduiertenschule Material Science in Mainz. Denn in seiner Tradition forschen hier die besten Doktoranden aus aller Welt an den Materialien der Zukunft. Am MPI für Polymerforschung, einem Teil der Graduiertenschule, sind die Forscher funktionalen Polymeren auf der Spur, die besondere optische, elektrische oder biologische Eigenschaften haben. Die Doktorandin Lucia Jiménez-García und der italienische Austauschdoktorand Rodolfo Aviolo nutzen die Kernresonanzspektroskopie, um Anordnung, Bewegung und Wechselwirkung der makromolekularen Bausteine zu beobachten. Hier ist das Institut weltweit führend und dies macht die Kooperation von Mainz mit anderen Universitäten und die Zusammenarbeit von hochbegabten Studenten aus den verschiedensten Disziplinen sehr attraktiv. In der Polymerforschung benötigen wir innovative chemische Synthese, eine detaillierte physikalische Charakterisierung und ein tiefgreifendes theoretisches Verständnis. Dies kann nicht ein einziger Professor gewährleisten. Deshalb haben wir vor etwa 10 Jahren ein Austauschprogramm mit internationalen Doktoranden begonnen, die zwischen 3 Monaten und 1,5 Jahren an unserem Institut verbringen, um die Vorteile unserer einzigartigen Ausstattung zu nutzen. Ein Grund, warum mir Mainz gefällt, ist, dass wir alle aus verschiedenen Ländern kommen. Wir sprechen alle Englisch, sodass wir zusammenarbeiten können, an Konferenzen und Meetings teilnehmen können. Ich bin deshalb gut vorbereitet, um im Ausland zu arbeiten, denn die Arbeitssprache in der Wissenschaftswelt ist Englisch. Die intensive Kooperation mit der Industrie ist ein weiteres Qualitätsmerkmal der Graduiertenschule Mainz. Can you tell us how much money you spend on green projects at IBM? Durch Gastprofessuren und Gastvorträge kann das innovative Potenzial der Forschung schnell erkannt und in konkrete Erfolge übersetzt werden, zum Vorteil beider Partner. Wir wissen, dass die Graduiertenschule Mainz im Bereich der Materialien und Energie ein fantastischer Partner ist. Wir sind sehr erfreut darüber, diesen starken Partner zu haben. Durch die Zusammenarbeit mit IBM erhalte ich Einblicke in die Arbeitswelt einer großen Firma und lerne Menschen kennen, die mir bei meiner zukünftigen Karriere behilflich sein können. Konkret unterstützt werden die Forschungsprojekte einiger Doktoranden durch einen von IBM zur Verfügung gestellten Höchstleistungsrechencluster am ZDV, dem Zentrum für Datenverarbeitung, direkt vor Ort in Mainz. Bis zu 2000 Berechnungen der Materialwissenschaftler aus Mainz können hier simultan verarbeitet werden. Eine Messung am SK. Mit der Elektronenspektroskopie kann die elektronische Struktur von Materialien gemessen werden. Professor Eggert von der Technischen Universität Kaiserslautern, einem weiteren Teil der Graduiertenschule, beobachtet das Experiment. Der Gruppenleiter Dr. Balke kann nach der quantitativen und qualitativen Bestimmung einer Probe vorhersagen, welche Kompatibilität mit anderen Materialien vorliegt. Dieses Experiment von Forschern der Graduiertenschule ist für den Doktoranden Shahab Naghavi aus dem Iran genauso interessant wie für die Doktoranden und Doktorandinnen der Technischen Universität Kaiserslautern. Den hauptsächlichen Gewinn der Graduiertenschule erlangen die Doktoranden. Sie profitieren von zusätzlichen Ausbildungsangeboten, Workshops, Austausch zwischen den verschiedenen Standorten und sehen, wie ihre Forschung die anderer Forschergruppen an anderen Institutionen beeinflusst. Die Promovierenden Angel Medina und Inga Zins forschen im Bereich der Nanotechnologie und nutzen dabei den Plasmon-Effekt. Am Dunkelfeldmikroskop beobachten sie zusammen mit Professor Sönigsen, wie Gold-Nanopartikel durch diesen Effekt unterscheidbar werden. Aufgrund der Unterstützung durch die Graduiertenschule können die Doktoranden und Doktorandinnen ihre Forschungsarbeit während der Promotion teilweise auch im Ausland durchführen. Mainz bietet viele Möglichkeiten. Wir können zu internationalen Konferenzen gehen, um dort unsere Forschung vorzustellen. Wenn ich für 6 Monate nach Kanada gehen möchte, wird dies über die Graduiertenschule finanziert. So können jenseits aller Grenzen Zukunftstechnologien entwickelt werden.
Unser Ziel ist es, dass unsere Forschung in der Zukunft zu neuen Sensoren in der medizinischen Diagnose führt und der Behandlung von Tumoren durch Lichtwärmetherapie dient. Die Graduiertenschule Mainz bietet ihren Studenten eine exzellente Ausbildung, mit der sie die Materialien der Zukunft gestalten können und so die Tradition weiterführen.